Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Um Folgendes geht es heute. Müssen alle ehrlichen Ranked-Spieler eventuell befürchten, dass wir bald für den Ranked-Modus Pay-to-Play haben, was nichts anderes bedeutet als, wenn du Ranked spielen willst, musst du dafür in die Tasche greifen und dafür Geld bezahlen. Warum? Zeige ich euch ganz einfach. Der Post ist, glaube ich, 2 Tage alt oder so. Und hier berichtet Apex Legends News auf Twitter, dass CSGO jetzt für ihre Ranglistenspiele, also den Wettbewerbsmodus, nur noch Prime-Spieler, also bezahlte Spieler oder Spieler, die dafür bezahlen müssen, um die Rangliste in CSGO spielen zu können. Das heißt, Free-to-Play ist für die Rangliste gestrichen. Und wozu das Ganze, wenn ihr euch jetzt fragt, was soll der Scheiß? Einfach nur, also wir haben es eigentlich diesen, entschuldigt den Ausdruck, den schwanzlosen Cheatern zu verdanken, dass eventuell auch Apex Legends bald genau diese Funktion ins Spiel implementiert. Denn Apex hat sich diesbezüglich schon ein Stück weit zu Wort gemeldet und schreibt selber, das ist von iLoot Games der Post, Apex Legends Devs weisen darauf hin, dass Apex möglicherweise ein Pay-to-Play-Option in den Ranglisten hinzufügt. Wie genau soll das funktionieren und was ist der Sinn? Es kann sein, dass du cheatest, du wirst gemeldet, du wirst gebannt, permanenter Bann oder vielleicht nur für ein paar Tage oder Wochen, Monate, keine Ahnung. Und der Sinn dahinter soll einfach sein, dass du als Cheater einfach keinen Bock hast, dir einen neuen Account zu erstellen, was die meisten ja machen, wenn sie gebannt werden, um einfach, wenn sie dann einen neuen Account erstellen, müssen sie jedes Mal wieder in die Tasche greifen, Geld bezahlen, um eben dann die Rangliste zocken zu können und den Leuten mit ihren dreckigen, ekelhaften Cheats auf den Sack zu gehen. Und das ist der einzige Grund dahinter, warum die ehrlichen Spieler, die ehrlichen Ranked-Spieler, und das werden die meisten von uns sicherlich sein, wahrscheinlich in Zukunft in die Tasche greifen müssen. Wie genau das aussieht, wie viel oder beziehungsweise ist das Season gebunden? Das könnte nämlich sein, also ich gehe davon aus, das ist eine neue Season. Es ist wahrscheinlich beispielsweise ein bisschen wie mit dem Battle Pass. Du bezahlst 10 Euro für den Battle Pass und so bezahlst du einfach auch 10 Euro für eine ganze Season, um vielleicht die Rangliste spielen zu können. Eine neue Season, keine Ahnung, musst du vielleicht neu bezahlen oder du bezahlst es einmalig 10 Euro, keine Ahnung, das ist jetzt eine Theorie von mir, und solange du einfach ein ehrlicher Spieler bleibst, kannst du die Rangliste zocken. Solltest du aber einmal gebannt werden, eben weit gecheatet hast, dann musst du jedes Mal bezahlen oder musst halt erstmal als Neuankömmling für die Rangliste bezahlen. Das könnte natürlich auch sein, aber ich gehe ja davon aus, dass das wahrscheinlich so ein Season-gebundenes Ding sein soll. Und jetzt bin ich auf jeden Fall auf eure Meinung gespannt, was ihr von der Option haltet. Also als Consolero gehe ich davon aus, dass es die wenigsten von uns betrifft, dass wir ständig von Cheatern, mal abgesehen von den ganzen Strikepack-Zockern, dass wir am wenigsten davon betroffen sind. Aber gerade die PC-Spieler könnte ich mir vorstellen, dass das eine ziemlich belastende Geschichte ist. Das soll es von mir gewesen sein. Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Ich freue mich über jeden Daumen nach oben, über jedes Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Das war es von mir. Noch ein schönes Restwochenende. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.